Borussia Mönchengladbach ist beim Laktattest am Mittwoch ohne den Brasilianer Rafael, 33, und Innenverteidiger Mamadou Doucouré, 20, in die Vorbereitung auf die Rückrunde gestartet. Dafür waren die zuletzt verletzten deutschen Nationalspieler Lars Stindl und Matthias Ginter sowie Außenverteidiger Nico Ivedi und Mulir Villalba bei den Leistungstests mit dabei. Nationalspieler Ginter hatte wegen Gesichtsfrakturen wochenlang pausieren müssen. Offensiv-Allrounder Rafael ist nach einem Mitte Dezember erlittenen Schlüsselbeinbruch noch nicht wieder fit, Doucouré hat eine Oberschenkelverletzung. Die Mannschaft von Trainer Dieter Hacking absolviert am Donnerstag das erste Training auf dem Platz, am Samstag bricht der VfL Tross ins Trainingslager ins spanische Jerez auf.